Das ist ein Spawner von irgendwas. Oh, nein, hier schießt. Im Dunkelwald wird es einfach nur so ein Grauzwergen-Spawner sein. Ich hatte gerade einen Skelett-Spawner im Dungeon, das war eklig. Es ist hier wieder so eine Trollhöhle. Mein Pfeilvorrat lebt gerade davon, dass ich ständig Kisten finde, wo Pfeile drin sind. Wow. Trollhöhle. Troll zu Hause? Trollhöhle? Troll nicht zu Hause. Hat der Troll Schätze? Wie ein Stein. Die Goblins, die wir im Sumpf getroffen haben, ne, können die überall kommen? Nee, die sind aus der Ebene. Die sind aber einfach rübergekommen. Ah, aus der Ebene, irgendwie. Okay. Ziemlich sicher, dass die aus der Ebene sind. Weil die doch schon ziemlich weit im Sumpf waren. Ja, ich weiß auch nicht, wie das... Haben wir die gelockt? No. Es waren so viele. So eine ganze Armee. Der Moskito und der Egel sind, sind uns auch über das ganze Meer gefolgt. Hm. Oh, Pizza. Oh, wieso müssen es denn immer Zwergen und Schamanen sein? Berserker und Schamanen sein, die man trifft hier. Ja, weil sonst wäre es ja langweilig. Hier unten ist auch nur dunkler Wald und Grasland und dunkler Wald und Grasland. Eine ganz schön Scheißinsel haben wir da. Aber ich glaube, je weiter man rauskommt in der Erdkugel, umso eher kommt dann die anderen Gebiete. Ich glaube, das ist Absicht. Nixis. Das begrüßt einen im Chat, der Nixis heißt. Hey Nixis. War dumm. Sie immer so lange zum Sterben brauchen. Hat der jetzt hier was gedroppt oder nicht? Scheint nicht. Oh doch, da. Ist das ein Dungeon oder eine Trollhöhle? Oh. Das ist ein Dungeon. Dann machen wir den doch direkt mit. Ah ne, Trollhöhle. Oh lol. Hallo? Mr. Troll? Hallo? Das ist doch kein Schwanz da. Hab ich den eingesammelt? Blind. Der ist zu Hause. Oh Gott. Ja, ne? Bei dir war der nicht zu Hause, oder was? Ja, bei mir war der nicht zu Hause. Wieso war der bei dir nicht zu Hause? Wieso hab ich hier wieder den Stress? Ich weiß nicht, irgendwie hast du immer Stress. Ich sterbe. Oh nein. 7 HP. Das ging jetzt aber schnell. Kommt der mit raus? Hoffentlich. Das letzte Mal ist er nicht mit rausgekommen, als da einer bei, als ich da eine Höhle mit Troll gefunden habe. Ist er drin geblieben. Aber ich, der hat sonst, da ist nur der Troll drin, ne? Der hat sonst nichts da drin, ne? Also ich glaube, der hat da manchmal Kisten drin mit davon. Pilze waren da nur, habe ich gesehen, aber dann bräuchte ich den ja nicht machen. Der hatte hier, glaube ich, ein paar Münzen oder Bernstein oder so. Kann der mal ins andere Ufer gehen? Ist so weit weg. Hältst du es mit mir nicht mehr aus? Ich
ist wieder ein Spawner. Ich trink. Da ist ein Dungeon. Das ist wieder so ein Stein von Astrid ist, ne? Ja, schon wieder Astrid. Verstanden. Die Astrid. Wie viele Steine hat die Frau denn? Die hat einen Stein im Brett. Hä? Bin ich denn hier? Ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Uff. Wo ist denn Schatzi? Oh, ganz da oben. Oh. Das habe ich markiert. Wo Was? Du gerade bist. Das ist ein Dungeon. Mhm. Das hatte ich markiert. Das ist schön, dass du den markiert hast. Hm. Kannst ihn gleich demarkieren, weil ich bin hier gleich durch. Ach so. Dann mache ich ein X dran. Ich weiß noch nicht mal, wie das ging. Der Knopf? Ja. Macht's ein X dran. Hab ich ein X dran? Ich hab's geixt. Da ist auch eine Trollhöhle da oben. Das ist anscheinend. Da war ich aber schon drin, denke ich mal. Hm. Der Troll hat sich aber nicht an dich erinnert. Nee. Den habe ich auch getötet. Das muss ein neuer sein. Ist neuer eingezogen. Ja. So, jetzt habe ich gleich 10 Cores. Wow, 10 Cores. Kann man 2 Öfen von bauen. Oder 5 Portale. Gejuckt. Der Krautzwerg. Oh, hier ist nix. War ich jetzt überall? Glaub schon. Dungeons sind so schlimm, ne? Hier drin keine Map hat. Ach so, ja, ist so unübersichtlich. Ich glaube, ich habe alles. 10 Cores habe ich jetzt. Hier brauche ich Boot. Hier brauche ich Boot. Hier nicht weiter ohne Boot. Ey, wir haben nur Dunkelwald hier. Ja. Aber wie es ist, wahrscheinlich, wie ich sagte, wahrscheinlich, je weiter du rauskommst, umso wahrscheinlicher findest du ein neues Gebiet. Kannst ein X dran machen. Wo dran? Ein Dungeon. Oh, hab ich schon. Mach noch einen. Es geht nicht. Ich könnte mir jetzt Edelholz holen, ein scheiß Grauzwergenauge und einfach ein Portal nach Hause bauen. Aber du bist nicht zu Hause, ne? Nope. Das heißt, wir könnten das Portal nicht umbenennen. Wir sollten uns einfach mal mehrere Portale zu Hause hinstellen. Könnten wir. Das wäre aber ja logisch. Ich hätte mir auch halt dann zu Hause ein Portal hinstellen können und dann ein Portal mitnehmen können und dann müsste ich jetzt nicht den ganzen Weg zurücklaufen, aber wäre halt irgendwo auch Portal. Ja, ist klar, ne? Du Kackhirsch. Du Kackhirsch. Im Regen, 500 Meter entfernt, hörte er, wie ich den Bogen spanne. Ich glaube, die haben auch Geruchssinn. Also der Wind kam nicht im Wind in seine Richtung. Oh, okay. Ein Sternchen, Nixi. Bist du auch Sternchenschwänze denn?
Sind die denn besonders geil? Hat nichts gedroppt. Wow. Trollhöhle again? Again? Trollhöhle. Ist jetzt in der Trollhöhle, die ich markiert hatte? Ne, hier ist, hier ist keiner drin. Ja, den habe ich getötet. Ups. Die Chests sind aber noch mit Steinen voll. Vielleicht habe ich da Steine reingetan, weil ich sonst zu voll war. Und hier liegen noch Rubine und Sachen, die du nie aufgehoben hast. Oh, vielleicht was. Vielleicht, keine Ahnung. I do not voll viel. Ups. Jetzt habe ich den Marker von der Map gelöscht, auch egal. Wohl. Das war gruselig. Hier kam gerade so ein Höhlengeräusch, als ob der Troll nach Hause kommt. Das war so. Ah, Alter. Trollhöhle. Durchstreichen. Kann ich mich an der Höhle aber kurz hinsetzen? Hier habe ich mir ein Feuerchen angemacht, dann kann ich mich heilen. Nice. Das ist jetzt meine Höhle, ich wohne jetzt hier. Einfach die Höhle geklaut. Könnte man nicht theoretisch einfach in diese Höhle ziehen oder kann man da drin nicht bauen? Weiß nicht. Das wäre lustig. Weiß nicht, ob da neue Trolle drin spawnen können. Dann wärst du vor World Events sicher, weil da drin wirst du bestimmt nicht vom Sumpf angegriffen. Meinst du? Ich sehe nichts, ist alles so neblig. Ich laufe auch gerade mit Fackel rum. Ja, ich bin jetzt einmal den Rand abgelaufen. Also ich war oben links noch nicht, wo der Uralte war, da war ich noch nicht. Aber ich glaube, es ist überall nur Dunkelwald. Also ich bin jetzt hier ganz Ich glaube, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Danny, danke für deinen 3-Monats-Sub. Tier 3? Alter. Tier 3? Wow. Gönner. Vielen lieben Dank. Ist so, war doch, ich vergesse das. Erko Oelo war doch Danny, ne? Ich glaube schon. Danke. Aber es war mit einem N, also Dani. 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 Yes. Danke. Für Tier 3 sogar. Heute mal Spendierhosen beim Sub. Sehe ich. Auf jeden Fall. Rennt ihr jetzt echt vom Feuer weg? Wieso? Es regnet immer auf dem Server. Es ist zum Kotzen, ey. Wo ist jetzt die nächste hin? Und Ausdauer habe ich auch nie. Oh Gott. Fucking. Ja, das Problem kann. Ja, ich könnte mal wieder meinen Buff benutzen. Oh, zwei getötet, kommt ein dritter. Weil er mich trotzdem nicht meint, deswegen bin ich weg. Kein Problem, Dani. Bald ist ja Monster Hunter Rise am Start. Yeah. Oh Gott. Kann nicht bald genug kommen, ey. Ich brauch das. Ich brauch das. ich brauch das. Du hast doch Bravely Default. Was du gerade nicht spielen kannst, weil ich die Switch hab mit dem Spiel. Aber das ist anders. Anders. Da bin ich jetzt schon wieder so ein Konflikt in der Konfliktzone, weil zu viele Jobs, zu wenige Charaktere. Stresst mich schon wieder. Du wirst aber auch nicht mehr Charaktere kriegen in dem Spiel. Ich weiß, das ist ein Problem. Dafür kann ich mal spoilern. Ich bin noch nicht mal mit Kapitel 1 fertig. Alter, so neblig hatte ich es noch nie in dem Spiel. Das ist aber jetzt gerade. Ich seh nix hier. Das ist gerade. Uff. Was machen wir eigentlich, wenn unser Zuhause gleich wieder angegriffen wird, während wir hier so. Weiß nicht. Oh, da waren Hirsche. Tschüss, Hirsche.
sehe nichts. Oh, ich glaube, ich habe... Ey, ich habe unsere Hütte gefunden. Ja, unsere Kupferhütte. Ja. Könnt jetzt schlafen, du nicht, ne? Nee. Bin hier irgendwo um nirgendwo. Und sehe nichts. Oh, ups. Oh. Schnur. Fensbett, nee, vors Bett. Gott, ist das hier dunkel. Ja, ich hab nur eins gedrückt. Warum? Manchmal drücke ich auf eins und er zieht die Waffe trotzdem nicht. Lauf ins Unbekannte. Und sehe im Horizont immer nur blaue leuchtende Augen. Ja. Wie weit geht denn hier das Grasland? Eieiei. Das nimmt kein Ende. Oh, hier ist nicht mehr Nebel. Oh, Nebel geht weg. Yay. Yay. Oh Gott, ich muss so weit zurückrennen. Ich auch. Ich habe schon das meiste geschafft. Ich bin schon wieder in bekannten Gebieten hier. Ich renne ja immer noch weiter weg. Fertig mit der Runde. Bin noch nicht fertig mit der Runde. Nebenbei noch eine Möwe mitgenommen. So. Möwensnack. Ein scheiß Grauzwerg abgemurkst, der mich hier verfolgt. Ich kenne aber auch kein Spiel, wo die Gegner so penetrant hinterherlaufen wie Valheim, ne? Die Grauzwerge rennen weg, wenn du eine Fackel rausholst. Trotzdem rennen sie dir ja irgendwie hinterher. Ja. Geht so. Oh je. Oh. Ist alles sehr ermüdend gerade. Ich überlege, wie lange ich schon mal vor einem Troll weggelaufen bin. Sprinten, also Level 28. Ey, in Süden kann man ganz schön weit rennen. Uff. Da kam kein Meer zwischendurch. No. Also, ich laufe halt hier so am Rand entlang. Du hast natürlich jetzt kein Material für ein Portal dabei, ne? Nope. Und du bist nicht in einem Dunkelwald, wo du zwischendurch mal einen Dungeon machen könntest. Nee, hier ist Grasland. Ich könnte wahrscheinlich Dunkelwald finden und da einen Dungeon machen. Bei Edelholz kriegst du ja. Und ein Grauzwergenauge ist jetzt auch nicht so schwer. Ich bin auf jeden Fall wieder zu Hause. Ich hab's überlebt. Wow. Wir haben jetzt 44 jetzt Federn. Jetzt zu sterben wäre echt ein Problem. Das wäre minimales Problem. Oh. Oh. 12 Cores haben wir.
Kiefer hat geknackt. Ein Häuslein gefunden. Ein kaputtes. Sieben Schwänze haben wir jetzt auch. Wow, so viele Schwänze. Kannst du sieben Stück? Zwei, 21 Trollleder. Ja, aber damit kann man halt nichts mehr so anfangen, ne? Trollumhang machen. Und die Blaubeeren noch wegräumen. Hey, hier ist wieder dunkler Wald. Hallo, dunkler Wald. Hallo. 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 Und, die Schweine machen irgendwie Party draußen. Wieso? Was machen die? Vielleicht sterben die gerade. Was passiert hier? Was hat er da bekämpft? Deine Schweine sind ausgebüxt. Wie ausgebüxt? Die sind irgendwie raus. Oh nein. Das Ladeproblem hat zugeschlagen. Ja, sind zahme, hungrige Wildschweine. Oh. Und Ferkel läuft hier draußen auch rum. Jetzt haben wir hier Freilaufende. Nee, du kannst den das Monster reinlegen und dann rennen die da ja alle hin. Dafür muss ich jetzt erstmal Noms bekommen, oder? Ja, Möhrchen oder Bärchen. Haben wir hier ausgewachsene Karotten? Nee. Müssten noch welche in der Kiste sein. Himbeeren oder so geht auch. In welcher Kiste denn? In der Essenskiste. Kannst du nicht das Tierfutter mit unserem Futter mischen? Wir essen auch Möhrchen. Das Tierfutter. Wir essen auch Bärchen. Möhrchen und Bärchen. So, hier. Himbeeren, rein damit. Lauf da rein. Weil die... Die gehen raus. Geht rein. Oh nein. Die Tür zu machen. Nee, das andere hat kein Interesse daran. Hallo. Du bist aber zahm und hungrig. Hallo. Ich kann sie schieben, aber... Warte mal. Schieb's zur Tür. Oh je. Nein! Hör auf zu laufen. Okay. Warte. Nee, du musst da lang. Du musst da lang. Und aufmachen. Nicht da lang. Nein. Es will immer gegen die Wand laufen. Nein. Das ist ein Trottelschweinchen. Oh nein. Rein da. Rein da. Nein. Oh Gott. Lu, wir haben ein Problem. Oh mein Gott. Was hast du getan? Ach, die wollen alle raus. Ich krieg sie nicht reingedrückt. Die sind kräftiger als ich. Ah, ich kann rennen. Dann bin ich stärker. Haha. Wieso sind denn hier Trauger? What the fuck? Wo bist du denn da? Grasland! Ja, geil. What the fuck? Oh. Ferkelchen, ab in den Stall, komm. Ferkelchen! Warum mache ich das eigentlich? Warum macht Lou das nicht? Weil ich nicht zu Hause bin. Goddammit. Ich schieb gerade Schweine hier rum. Gefunden. Was hast du? Ein Traugerdorf gefunden. Darf ich die zwei abmurksen, die hier noch draußen rumlaufen? Da ist noch ein Ferkel. Solange wir noch genug Nachwuchs haben, ja. Hab ich jetzt die Innereien eingesammelt? Ach nee, das war eine Trophäe, kein Standard.
War jetzt eine Notschlachtung, tut mir leid. Das Ferkel will ich aber nicht töten. Hallo Ferkel, komm mal her. Wieso rennt das Ferkel hier rum? Wieso ist das Ferkel verängstigt? Oh nein. Was hast du mit dem Ferkel? Ich gar nichts. Ich glaube, das hat in den Ofen geguckt. Oh, Ferkli. Ja, das ist nicht mehr zu retten. Wenn das ausgewachsen ist, wird es notgeschlachtet. Oh. Wieso ist hier einfach so ein Trauger? Jetzt sind wieder vier Schweine im Gehege. Fünf. Da ist noch ein Ferkel drin. Warte. Das Ferkel hat sich beruhigt. Vielleicht kann ich es jetzt reinschieben. Ach. Oh mein Gott, wie viele seid ihr denn da drin? Ja, kill sie alle. Innereien. Ich bin ein bisschen scared. Ich glaube, die kommen da nicht raus. Lol, wie seid ihr da reingekommen, wenn ihr da nicht rauskommt? Ich habe das Ferkel wieder reinbekommen. Alle Schweine wieder drin, nur eins musste geschlachtet werden. Aua. Oh! Es ist einer rausgekommen. Oh! Oh. Oh. Aua. Muss ein bisschen rennen. Würde dir helfen kommen, aber es ist schlecht. Bisschen weit weg, war. Ich will jetzt hier halt wirklich nicht sterben, weißt du? Das wäre sehr doof. Au, oh Gott, fuck. Wäre das doof? Stop. Don't stop believing. Oh, da ist noch ein Bogenschützer. Fuck. Baum, beschützt mich. 20 Edelholz, das ist ja scheiße teuer, Mann. Keine Würstchen mehr. Wir sollten noch Würstchen in der Kiste haben. Ich hab ganz viele gemacht. Jetzt wäre ich hier fast gestorben. Das ist alles. Das ist mein Sitzen. Zu Hause steht jetzt ein freies Portal, wenn du Kors kriegst. Die Draugerstadt hat keine Kors. Ich habe hier schon mal ein freies Portal hingestellt. Jetzt gucke ich nochmal nach Edelholz und dann gehe ich in deine Richtung.